Und ich darf jetzt auf die Bühne bitten, zwei weitere, im weitesten Sinne Sozialunternehmer. Und zwar Andreas Rickert und Kai Viehoff. Bitte sehr. Genau. Andreas Rickert ist der on the far end, also hier ganz links. Nur falls ihn irgendjemand noch nicht kennt. Das ist total lieb, aber das war auch noch ungebraucht. Also, nein, ich sag's nur. Dankeschön. Andreas Rickert ist international, unter anderem in Stanford promovierter Biologe, war bei McKinsey, ne, war bei der Weltbank, war bei der Bertelsmann Stiftung, war alles, was man so macht, wenn man nicht genau weiß, wo es hingehen soll in Deutschland. Und gründete dann 2010 die gemeinnützige Beratung Fineo. Tolles Büro gegenüber dem Berliner Dom mit großer Terrasse. Bekannt ist er aber vor allem geworden, glaube ich, sozusagen persönlich, als der Mann, der Susanne Klattens 100 Millionen verballert hat. Oder genauer gesagt, der die Scala-Initiative der BMW-Erbin beriet und mitmanagte. Er ist außerdem mittlerweile noch Co-CEO bei Nixdorf Capital und macht Impact Investing. Und egal, wo man, von welcher Seite man auf Social Business schaut, Rickert ist immer schon da. Das kann man nichts machen. Also, herzlich willkommen, Andreas. Danke. Kai Viehoff durfte ich im Frühling interviewen, was eine große Freude war, auch weil es das erste sozusagen so umfangreiche Interview war, was man führen durfte mit ihm. Man könnte ihn richtigerweise einfach als gelernten und erfolgreichen Steuerberater bezeichnen. Aber er ist, wie mir ist das, er ist nämlich auch Impact Investor und Philanthrop. Man kann ihn auch bezeichnen als Erben der Allkauf-Familie, vor allem in Westdeutschland bekannt, war eine große Einzelhandelskette, Supermarktkette. Die wurde verkauft, als er 17 war. Und die Familie wollte das Kapital dann in einer Beteiligungsgesellschaft erhalten für diese und weitere Generationen und vermehren. Doch Kai Viehoff hat seinen Anteil daran vor 7 Jahren ausgeschlagen, weil er nicht fremdbestimmt sein wollte. Privates Vermögen vom Vater hat er trotzdem bekommen und investiert große Teile davon, wiederum aus der Substanz, nicht nur aus irgendwelchen Zinsen, in soziale und ökologische Projekte. Und außerdem hat er in Mönchengladbach, wo er zu Hause ist, ein tolles Coworking-Haus für Sozialunternehmer errichtet, was so langsam immer mehr Dynamik und Betrieb aufnimmt. Herzlich willkommen, Kai Viehoff. Ja, ich fange einfach mal mit Kai Viehoff an, wenn das okay ist. Kai, wie schwer war es, sich vor 7 Jahren und im Grunde auch schon davor der Familientradition zu entziehen? Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man das irgendwo so mitgegeben kriegt. Ne? Also auch gerade so diese Narrative, die wir eben auch viel gehört haben, die so in den Familienunternehmen sind. Ne? Und es hat eben so was Dynastisches. Und ja, es ist tatsächlich schwierig, wenn man sich damit nicht wohlfühlt, irgendwo so einen Weg herauszufinden. Und ja, am Ende hat mir dann auch sehr das Fachliche geholfen, um es fundiert zu tun. Ja, aufgrund der Tatsache, dass ich das Steuerberaterexamen eben abgelegt habe, hat mich das da sehr, sehr weitergebracht. Aber es ist natürlich nicht nur ein fachliches, sondern auch ein emotionales Abgrenzen, das sehr schwierig ist. Mhm. Du warst nicht alleine, oder? So, deine Schwester ist einen ähnlichen Weg gegangen, oder? Ja, genau, da waren wir uns relativ einig und haben eben auf große Teile, die es noch zu vererben gäbe, verzichtet. Und die sind jetzt in einer Stiftung, die mein Vater aber im Wesentlichen betreibt. Ja, und das Vermögen, das ich vorher eben schon bekommen habe, das versuche ich jetzt eben dort einzusetzen, wo ich das Gefühl habe, dass es am nötigsten gebraucht wird. Wie suchst du aus, wo du Impact suchst und investierst? Also sehr schön war, steht ja auch hier drauf, weil ich da im Beirat bin bei Project Together, da habe ich ein sehr schönes Netzwerk gefunden und
tolle Organisationen kennengelernt und so nach und nach bin ich dann immer mehr dahin gekommen, dass Stärkung der Demokratie gerade wirklich das dringendste Problem ist, weil wie die Annalena von Hodenberg, die heute auch hier ist übrigens, auch sehr treffend gesagt hat, wenn uns die Demokratie abhanden geht, dann können wir alles Weitere wie Klimaschutz und soziale Verbesserungen in unserer Gesellschaft auch gleich mit vergessen. Also wir vom Klimaschutz würden sagen, das geht auch andersrum, aber ja, absolut. Also ohne Demokratie kein Klimaschutz, ohne Klimaschutz gar nichts mehr. Project Together ist eine Organisation in Berlin, die große Projekte auflegt mit allen Teilen der Zivilgesellschaft, wenn man so will. Mit staatlichen Akteuren, mit privaten Akteuren, mit NGOs. Ist das auch deine Idee, dass sozusagen große Koalitionen entstehen für soziale und ökologische Zwecke? Ja, natürlich. Alleine schafft es niemand. Und deshalb finde ich den Namen Project Together auch sehr klug gewählt. Denn man muss aus allen Bereichen der Gesellschaft und der Politik natürlich die Kräfte bündeln, um wirklich was zu erreichen. Wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, dann kommt das eigene Süppchen auch nicht so weit. Und da braucht es ganz viel Bündelung. Ist es eigentlich, du hast das Wort mal benutzt, ist es Bereicherung, wenn Familien das Kapital behalten, vermehren und wohlig von den Dividenden und Zinsen leben? Also ich persönlich fühle mich damit nicht wohl, denke auch, warum steht mir das zu? Es hat tatsächlich so was Familiendynastisches und ich finde die Marlene, die fasst das auch immer sehr, sehr zutreffend in Worte und hat da schon viel eben den Fokus drauf gerichtet. Hat auch eben, wie du auch gesagt hast, was von Feudalgesellschaft, ja, dass die Vermögen so konzentriert werden, vermehrt werden, immer größer werden, soziale Ungleichheiten immer größer werden. Ja, und dann man aber doch so ein bisschen den Weg in die Philanthropie findet und von diesen Dividenden und den Überschüssen, die man generiert, dann sagt, dann nehme ich einen kleinen Teil und gebe den ganz großzügig zurück. Ja, um dann eigentlich irgendwo an Stellen anzusetzen, wo das System schief läuft und dann so sein kleines Eimerchen auf einen Flächenbrand auskippt. Und da glaube ich, da braucht es einfach auch viel mehr Umverteilung, um Gerechtigkeit zu schaffen. Andreas, siehst du das auch so? Ja. vielleicht greife ich aber noch das auf, was du halt gesagt hast. Gibt es gutes oder böses Kapital? Es gibt leider auch böses Kapital, also weil es natürlich mal eine Frage ist, wie wird es eingesetzt? Man sieht natürlich auch, dass es durchaus Investments gibt, die der Gesellschaft und der Umwelt schaden. Was ich aber wahrnehme in unserer Arbeit bei Fineo ist, dass es sehr viel mehr Menschen gibt, die ihr Kapital gut einsetzen wollen. Und da stimme ich dann durchaus mal wieder sehr zuversichtlich. Und da brauchen wir dann auch wirklich alle verschiedenen guten Säulen. Also wir haben natürlich eben auch schon über die Aufteilung von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gesprochen. Und ich bin immer sehr dagegen, dass man das gegeneinander ausspielt. Wir werden nur quasi diese Probleme auch angehen können, indem wir das sehr klug miteinander verschachteln. Und deswegen brauchen wir Philanthropie. Das ist quasi qua der Definition gutes Kapital, weil das ist einfach pures philanthropisches Kapital, das eigentlich nur eingesetzt wird, um etwas Gutes zu tun. Aber es ist in Summe nicht so viel. Also einfach mal eine Zahl zu nennen, wenn wir alle Gelder im Bildungsbereich, und das ist mit Abstand der größte philanthropische und Stiftungsbereich in Deutschland, zusammennehmen, könnten wir den Schulbetrieb eine Woche aufrechterhalten. Daraus wird schon deutlich, wir müssen das philanthropische Kapital sehr, sehr smart einsetzen, um Innovationen anzuschieben, um vielleicht auch mal die extra Meile zu gehen etc. Und dann müssen wir aber am Ende des Tages den Staat befähigen, und dafür brauchen wir natürlich auch Steuereinnahmen, dass er dann wirklich auch die Skalierung macht. Das war bitte auch sehr, sehr wirkungsvoll und effizient. Aber auch das wird nicht ausreichen. Und deswegen müssen wir am Ende des Tages eben auch den Kapitalmarkt, und damit sind wir beim Thema Impact Investing, mobilisieren. Und wir müssen letztlich dazu beitragen, ich meine, wir reden ja über die Unternehmen, wie sie eben auch partizipieren können an den Lösungen. Und ich meine, Marie hat es eben auch gesagt, viele Unternehmen sind ja auf dem Weg, die Transformation zu machen, weil sie eben sehen, dass sie nur eine License to Operate haben, wenn sie auch entsprechend
zukunftsorientiert, sprich eben auch nachhaltig agieren. Also insofern, mein Plädoyer ist immer, ja, es gibt schlechtes Kapital, es gibt schlechte Intentionen, aber lasst uns bitte auch auf das gucken, was alles da ist. Und ich sehe so viele Menschen, Unternehmen, Institutionen, die antreten, das klingt jetzt sehr pathetisch, die Welt besser zu machen, und die müssen wir stärken und bestmöglich miteinander vernetzen. Dass Fineo die unterstützt und stärkt, ist klar. Wie würde man das als Staat gescheiterweise machen? Also zum einen muss man gucken, dass man irgendwie auch als Staat dieses Thema der Wirkungsorientierung hinbekommt. Also das ist das, was wir ja für die Zivilgesellschaft entwickelt haben. Eine Zivilgesellschaft vor der Gründung von Fineo hat sich auch meistens über einen Input definiert. Da hat man gesagt, ich spende 10 Millionen oder ich spende 1 Million oder 10.000 Euro, aber nicht, was ist am Ende des Tages, was hinten bei rauskommt. Und das ist immer schlecht. Da kommt jetzt der alte McKinsey-Mensch bei mir raus, wenn man quasi nur Input gesteuert was macht. Und das ist eigentlich das, was der Staat auch machen müsste. Er müsste seine Art, das Geld auszugeben, quasi umdrehen und sagen, okay, wir haben ein Problem. Und dann Backbones Engineering machen und sagen, okay, was brauchen wir eigentlich dann für Maßnahmen und was brauchen wir dann für ein Budget, um das Ganze anzugehen. Und wenn wir das haben, dann kann man auch durchaus solche Sachen wie die Steuern nochmal erhöhen, weil wir sagen, wir brauchen es, aber dann als Investition zu verstehen. Also insofern, der Staat sollte durchaus seine Logik ändern. Und wir sehen das auch, dass nämlich dieser Transfer gerade stattfindet. Wie gesagt, wir haben als Fineo für Philanthropie eine wirkungsorientierte Steuerung entwickelt. Und wir arbeiten mittlerweile mit sehr vielen Kommunen zusammen, die sagen, wir wollen genauso agieren, wir wollen genauso auch unser Geld ausgeben, dass am Ende des Tages wir den größtmöglichen Impact haben für den eingesetzten Euro. Also insofern glaube ich, dass zum einen der Staat etwas anders steuern sollte und zum anderen brauchen wir eben nochmal eine stärkere Verzahnung eben dieser drei Sektoren, weil wie gesagt, der Staat alleine wird es auch nicht machen, sondern er muss empowern Zivilgesellschaft und er muss empowern die Wirtschaft. Kann man eigentlich... denn viele Leute wollen ja nicht ihre Substanz hergeben, so wie Kai, sondern wollen darüber hinaus was Gutes tun oder die Welt verbessern, in Anführungsstrichen. Kann man Impact Investing machen, sprich die Welt verbessern und gleichzeitig hohe Renditen erwarten? Ich bin immer mit den schnellen Antworten da, ja, geht. Ja. Auch das ist halt was, was manchmal so ein bisschen blöd daherkommt, wenn man sagt, okay, wenn man nachhaltig investiert oder wenn man nochmal spitzer gesagt, man macht Impact Investing, dass man das machen würde, indem man den Impact, den positiven Mehrwert, quersubventionieren würde durch eine niedrige finanzielle Rendite. Das ist mitnichten so, sondern im Gegenteil, wir sehen sehr, sehr viele Fälle, wo man investiert und damit natürlich A, in Zukunftsthemen investiert, in Teams investiert, die noch ganz anders motiviert sind und deswegen ist Impact Investing im Gegenteil häufig etwas, was eine höhere Rendite hat und auch noch am Ende des Tages eine höhere Resilienz quasi, was die Zukunftsthemen anbelangt. Wir sehen aber eben auch, dass dieser Impact Investing Markt gerade noch in einer Nische ist, aber entwickelt sich. Du hast eben gesagt, ich bin eben auch bei Nixdorf Kapital, da machen wir ausschließlich Impact Investing und wir haben den Asset Classes entsprechen schöne Multiples, wenn wir im Venture-Bereich sind. Wir haben aber eben auch Sachen, wo wir im Real Estate-Bereich sind, dann haben wir bei 15% IRR. Also insofern will ich nur zeigen, ich rede nicht nur klug daher, sondern wir machen das ganz konkret und wir begleiten als Fineo viele Unternehmen und Unternehmer, genau diese Wege auch zu gehen. Ich hab diese letzte Frage sozusagen etwas taktisch gestellt, weil ich weiß aus unserem Interview, dass Kai das anders sieht. Ich sehe das definitiv anders, weil zu behaupten, das lässt sich vereinen, mal abgesehen davon, dass es die Verteilungsfrage, die ich für wichtig halte, dann auch wieder gar nicht mitdenkt, finde ich auch, wenn man was Zukunftsweisendes macht, wenn man ökologisch investiert, wenn man sozial investiert, alles das, was an ausschüttbarer Rendite dann für den Anteilseigner abfallen kann, das steht natürlich diesem Zweck auch nicht mehr zur Verfügung. Und deshalb denke ich, es muss zwangsläufig was vom Impact wegfallen, wenn eine überdurchschnittliche Rendite dabei erwirtschaftet wird. Okay, also vom potenziellen Impact zumindest. Gut, also erstmal, ich sehe ganz konkrete Beispiele, wo man wirklich eine vergleichbare, rüberliegende Rendite bekommt im Bereich Impact Investing. Also insofern habe ich konkrete Beispiele. Ich sehe natürlich auch, es gibt Bereiche, wo man
sogenanntes Blended Finance macht, wo man sagt, okay, da kann ich kein Businessmodell draufbauen, das entsprechende Renditen hat und da muss ich quasi das diskutieren, was ich auch an Financial Returns habe. Aber das ist immer eher eine Nische und ich komme jetzt mal eher noch mal aus der Situation heraus, warum müssen wir das Thema Impact Investing in den Mainstream reintragen? Und mal eine Zahl, viele von euch kennen ja wahrscheinlich die SDGs, die Sustainable Development Goals. Das sind sozusagen die Ziele, die sich die UN gesetzt hat, um die großen Themen wie Klima, Gesundheit, Armut etc. anzugehen. Wenn wir die ernsthaft angehen wollen, dann haben wir eine Finanzierungslücke von 4,2 Billionen US-Dollar pro Jahr. Wenn man diese Zahl hört, wird sofort einsichtig, das kann Philanthropie auf keinen Fall füllen, diese Lücke. Auch, ich war bei der Weltbank und bin ein großer Advokat für multinationale Organisationen, auch multinationale und internationale Organisationen werden das nicht führen und auch nicht die Regierungen. Das heißt, wir müssen den Kapitalmarkt mobilisieren, damit er partizipiert an dieser Finanzierungslücke. Und wenn wir das quasi als Grundlinie sehen, dann müssen wir damit eben auch konkurrenzfähig im Kapitalmarkt sein, weil sonst wird es immer ein Feinschmecker-Ding sein, wo Menschen wie du sagen, okay, ich bin bereit, weniger Return zu haben, aber eine Pensionskasse wird das nicht mitmachen. Ja. Ein Family Office wird das in der Regel auch nicht mitmachen. Insofern, ich glaube, es gibt Raum für beides, aber das richtige Volumen kriegen wir nur, wenn wir Kapitalmarktprodukte haben, die konkurrenzfähig sind. Ja, aber da denke ich, brauchen wir ein Umdenken und ein neues Mindset, dass wir eben genau uns davon verabschieden, dass wir einen maximalen Shareholder-Value daraus pressen wollen. Und die Frage, ob nicht mehr dem Impact zur Verfügung stehen würde, wenn die Rendite niedriger wäre, die ist ja jetzt auch damit nicht beantwortet. Nee, das stimmt. Also, darf ich dir kurz noch eine Frage zu? Mir leuchtet ein, dass es Bereiche gibt, beispielsweise bei der Energiewende und so, und wenn der Staat die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt, wo der Return so hoch ist wie bei klassischen Investitionen und vielleicht sogar höher. Wenn man das zum Hauptmerkmal macht, dann wird aber wahrscheinlich Folgendes passieren, dass bestimmte Bereiche, bestimmte Problembereiche, bestimmte Bereiche der Gesellschaft tatsächlich eine Menge Kapital bekommen zur Verbesserung und andere aber nicht. Und das ist natürlich als Selektionsmechanismus schwierig, oder? Genau, also wir werden nicht mit Impact Investing alle Probleme der Welt lösen. Deswegen sage ich ja, man muss ein bisschen tiefer reingehen und gucken, wo gibt es denn auch Ansätze. Deswegen gesagt, im Bereich Klima, da werden wir ganz viele Sachen im Climate-Tech-Bereich etc. sehen. Auch im Gesundheitsbereich können wir entsprechende Reimbursement-Systeme aufsetzen, dass es funktioniert. Im Bildungsbereich gibt es Sachen, im EdTech-Bereich. Insofern, es gibt Sachen, wo das ist, wenn es um ganz klassische Sachen geht wie Armutsbekämpfung, wo Menschen erst einmal nicht in der Lage sind, überhaupt zu zahlen, da sind wir immer darauf angewiesen, das quersubventionieren oder eben staatliche oder philanthropische Mittel mit reinzunehmen. Ich sage nur, wir brauchen im Prinzip all diese verschiedenen Spielarten. Und wenn wir natürlich im Impact-Investing-Bereich sind, dann kann man eben einen vernünftigen Return haben. Und dann ist natürlich das Wünschenswerteste, dass welche sagen, okay, ich habe jetzt hier vorne mein Multiple gemacht mit meinem Investment im Bereich Impact-Investing und ich nehme dieses dann erwirtschaftete Kapital, um wieder zu reinvestieren. Gerne philanthropisch oder eben auch wieder als Investment in den Markt hinein. Aber das ist dann eine individuelle Entscheidung, die wir gerade noch nicht systemisch geknackt haben. Und deswegen arbeiten wir in der Regel eben auch bei Fineo, und das macht ihr bei Project Together, glaube ich, auch sehr, sehr eng mit den Zielgruppen zusammen. Also das heißt, wenn wir eine Philanthropin, ein Family Office, ein Unternehmen begleiten, dass wir sagen, wie kann man all diese verschiedenen Sachen bestmöglich miteinander kombinieren, dass sie dann auch A, Spaß machen, weil das sollte man nicht vergessen, es macht Freude, auch damit erfolgreich zu sein und B, natürlich auch der Gesellschaft, aber auch dem Unternehmen zu helfen. Euch beide verbindet was, Kai, nämlich, dass ihr zwar dem Staat eine Rolle zugesteht bei der Verbesserung der Welt, dass aber das, was euch vorschwebt, eher eine private Angelegenheit ist oder eine privat-soziale Angelegenheit, wenn man so will. Auch du willst nicht den sozusagen die großen Vermögen staatlicherseits zwingen, wenn ich das richtig verstehe, einen Teil abzugeben oder in soziale Zwecke zu investieren oder so, sondern arbeitest mit Überzeugung. Wie kann ein solcher Transformationsprozess gelingen, ohne dass der Staat auf den Tisch haut? Als Mensch mit Vermögen muss man sich der Verantwortung bewusst werden und auch eben selber die Frage stellen, wie ist es eigentlich sinnvoll verteilt, steht mir das zu? Da ist mir schon dran gelegen, dass auch Unternehmen, und da hatten wir eben das Stichwort Verantwortungseigentum, wo ich übrigens auch gar nicht weiß, wo das ein großes Steuersparmodell sein soll, oder das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Also wenn man es in eine Stiftung einbringt, muss man keine Erbschaftssteuer zahlen, ne? Kommt drauf an. Wenn es eine Familienstiftung ist, müssen alle 30 Jahre automatisch Steuern gezahlt werden. Also würde jetzt auch zu weit führen, das im Detail durchzudeklinieren.
Also da bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass man eben neue Wege gehen sollte, im UnternehmerInnentum eben ja, das zu trennen. Auch nicht nur, dass KapitaleignerInnen die große Macht haben und ja auch, was die erbschaftssteuerliche Freistellung anbelangt, ja, ist grundsätzlich geeignet, um Unternehmen eher im Land zu halten. Aber nach 7 Jahren, die man dann die Füße stillgehalten hat, kann man das Unternehmen genauso nach China verkaufen. Also die steuerlichen Verschonungsvorschriften helfen auch nicht weiter. Also wie gesagt, deshalb bin ich da der Meinung, man soll sich selber die Frage stellen, wie stelle ich ein Unternehmen auf? Will ich eben diese Macht als Shareholder behalten, diese finanzielle Macht und die Renditen eben für mich beanspruchen? Das ist das eine. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch nicht kein Feind von höheren Steuern an den richtigen Stellen. Was ich jetzt nur eben vermeiden möchte, ist, dass das irgendwie so interpretiert wird, der möchte einen staatlich verordneten Sozialismus, weil das ist normalerweise auch mit totalitären Regimen verbunden. Und also das ist sowas, über diesen Zweifel möchte ich erhaben sein mit dem, was ich sage. Aber das heißt nicht, dass ich nicht grundsätzlich auch ein Freund von höheren Steuern an den richtigen Stellen bin. Ist eigentlich, Andreas, ist dieses alte Mäzenatentum, also diese Idee, ich bringe hier Geld in die Gesellschaft und mache jetzt mal irgendwas, was mir wichtig ist oder Freude macht, unabhängig vom Impact, ist das vorbei? Es ist nicht vorbei und auch dafür gibt es Raum. Aber ich bin da oft gesagt mal so ein bisschen skeptisch, weil es dann so einen Hauch von Philanthropy hat. Da macht man irgendwie ein super Event und Gala und lädt sich die tollsten Leute ein, aber die Frage, was der wirkliche Impact ist, ist dann schon sehr begrenzt. Jeder hier war wahrscheinlich schon mal auf so einem Event, ja? So, also insofern, das gibt es immer noch, aber ich würde sagen, es wird immer weniger und ich sehe es insbesondere auch gerade bei den Next-Gens von Familienunternehmen, die das nicht mehr brauchen, die das auch nicht suchen, sondern die wirklich auch Lust haben, sich mit dem Kapital natürlich, was sie haben, aber eben auch mit dem Herzblut einzubringen für eine Transformation. Und deswegen auch nochmal zu der Frage, die du gerade hattest, wie kriegen wir denn die Transformation hin? Ich glaube, dass wir die brauchen, ist keine Frage, aber wie kriegen wir es hin? Und ich glaube, ein schlechter Ratgeber ist Angst. Also natürlich müssten wir uns alle Sorgen machen, aber wenn man aus Angst agiert, ist man sehr gelähmt und geht eher in Aktionismus. Deswegen Angst, glaube ich, ist nicht hilfreich. Man kann natürlich nach staatlicher Regulation rufen, auch da bin ich immer skeptisch. Es gibt natürlich schon bestimmte Sachen, wo wir regulieren müssen. Wir müssen Investments, die nachweislich schädlich sind, so bestrafen, auch mit Steuern, dass sie nicht mehr gemacht werden. Insofern, das ist schon da. Aber ansonsten appelliere ich dann schon auch eher an das Private und sage, okay, es macht Spaß. Und es nützt auch noch was. Es nützt was sowohl dem Familienzusammenhalt, wenn man es macht, es nützt dem Unternehmen, wenn man sich gesellschaftlich engagiert. Und deswegen versuchen wir immer eher an dieser positiven Idee und dem Narrativ anzusetzen, als eher an der Regulatorik oder gar der Angst. Wo sich ein gewisser Bogen schließt zu Herrn Kassai heute Morgen, der gesagt hat, wir brauchen ein anderes Wohlstandsverständnis. Und vielleicht gehört zu Wohlstand eben auch dieses Jahr von Neurowissenschaftlern nachgewiesene Gefühl des inneren Reichtums, wenn man was Gutes für die Gesellschaft gemacht hat. Wofür wir jetzt im Grunde mit euch beiden und mit den beiden davor im Grunde 4 Modelle auf der Bühne hatten. Wenn das keine Inspiration ist, weiß ich nicht, was eine sein soll. Ich danke euch von Herzen. Vielen Dank.